Hallo und herzlich willkommen zur Behandlung der Hook'schen Feder und der freien, ungedämpften harmonischen Schwingung. Du solltest eine Ahnung von Differentialrechnung haben, wenn du dieses Video anschaust. Nützlich ist es auch auf jeden Fall, wenn du schon das Video Ort, Geschwindigkeit, Beschleunigung und Newton 2 und die Einführung in das Dehnungsverhalten der Hook'schen Feder gesehen hast. Ich fasse kurz zusammen. Eine Feder besteht aus einem verdrehten Draht, der eine Federkonstante besitzt. An diesem Draht ist ein Körper der Masse m befestigt. Die Reibung werden wir im Folgenden vernachlässigen. Also, wie du vielleicht schon weißt, gehorcht die Hook'sche Feder folgendem Kraftgesetz: F ist gleich minus k mal x. Wobei k die Federkonstante ist und x ist die Auslenkung des Körpers. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.